Die Schweiz. Ein kleines Land in der Mitte Europas. Hervorgegangen aus Konflikten und Bürgerkriegen. Geeint und friedlich, erst nach Jahrhunderten. Wer sind die Menschen, die unsere Geschichte geprägt haben? Die Schweiz ist Mitte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich weit im Rückstand hinter ihren Nachbarn. Wir bauen den längsten Tunnel der Welt. Sisi, man muss große Ideen haben, Escher. Alfred Escher und Stefano Francini. Die Eisenbahn, Monsieur Frasi, die braucht jetzt Kapital. Mit einer gewaltigen Energie wollen sie das Land in die Moderne führen. Doch zu welchem Preis? Was läuft hier? 25 Millionen Verlust. Es geht um das größte Projekt seit dem Suezkanal. Es geht um die Einheit von der Schweiz. 4 Jahre. Und der Gotthard kostet fast das Doppelte. Wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir den Glauben an die Zukunft verloren. Und heute? Was ist geblieben von ihren Träumen? Ist es ihnen gelungen, der Schweiz zu ihrem Platz in der Mitte Europas zu verhelfen? Nein, nein, nein. Nimm du, ich mag nicht. Ich esse doch nicht dein armes Süppli. Du musst essen, Papa. Bitte. Und? Bewerte. Was hat er gesagt? Er hilft dir doch, oder? Natürlich hilft er. Der Gotthard Tunnel. Der wird es geben, Lydia. Ich verspreche es dir. Eine Eisenbahn durch die Alpen? Die ehrgeizigen Pläne stoßen auf Widerstand. Ist Eschers Vision zum Scheitern verurteilt? Doch wer ist Alfred Escher? Woher kommt seine Hartnäckigkeit? Woher kommt er? Aufgewachsen ist der kleine Alfred in einer luxuriösen Villa mit Park, die sein Vater etwas außerhalb von Zürich gebaut hat. Im Belvoir. Alfred! Warum so traurig heute? Ausgerechnet, und ich einmal keine Schmerzen habe. Mutter Lydia ist eine kränkelnde Natur. Ihre Handschuhe verbergen ihre Gichtknoten. Weißt du, was dich plagt? Du musst lieber in die Stadt, wo es andere Kinder hat, gell? Ja. Alfred, wir gehören nicht zu diesen Leuten. Sie sind dumm und niedisch. Und sie können das nie erzählen, dass Großpapa Pech gehabt mit seinem Geschäft. Geschäftliches Pech, so kann man den größten Bankrott Zürichs auch nennen. Zahlreiche Familien verloren damals wegen Alfreds Großvater ein Vermögen. Und so etwas vergisst man in Zürich nicht so schnell. Stell dir vor, Alfred, heute Nacht habe ich eine Vision von Haliballe. Und jetzt? Schau selber. Komm ins Kabinett zu deinem Vater. Er hat Besuch aus Südamerika. Alfreds Vater macht sich einen Namen als Insektenforscher. Geld hat er genug. In Amerika ist er reich geworden als Kaufmann und Plantagenbesitzer, der auch von Sklavenarbeit profitiert haben soll. Ah, Alfred! Ah, ich komme nicht. Kommt! Schau mal durch das Mikroskop. Die Insektensammlung seines Vaters genießt in Fachkreisen hohes Ansehen. Your son will be a great scientist one day. Der junge Alfred wächst in einem faszinierenden und weltoffenen Klima auf. Amerika, Russland, Kuba, laufend internationaler Besuch. Doch
Das Belvoir ist auch ein goldener Käfig. Er ist ja aufgewachsen in einer Art. Er wuchs in einer Art gesellschaftlicher Luxusblase auf. Man muss sich vorstellen, eine Mutter, die jahrelang Haus und Park nicht verlässt. Ein Hauslehrer und entsprechend keine Schulklasse mit Kameraden. Das musste ihm doch das Gefühl geben, du bist etwas ganz Besonderes. Du gehörst zu einer Eliteklasse. Du bist bestimmt, ein Führer zu sein. 1848. Europa wird von Revolutionen erschüttert. In der Schweiz hat General Dufour mit seinem Sieg im Sonderbundskrieg den drohenden Zerfall des Landes abgewendet. Aus dem Staatenbund wird ein Bundesstaat. Die moderne Schweiz ist geboren. Escher ist mit 31 Jahren als Politiker an vorderster Front dabei. Eine Traumkarriere in Rekordzeit. Jurist, Präsident des Zürcher Regierungsrats, Vizepräsident des Nationalrats. Und schon betraut ihn Bern mit einer heiklen Mission. Revolutionäre, die im Tessin Zuflucht gefunden haben, sorgen für Schwierigkeiten mit dem Ausland. Begleitet wird er hierbei vom Tessiner Stefano Francini, der wenig später zum ersten Bundesrat der Schweiz gehört. Francini ist ein pflichtbewusster Mann und ein eidgenössischer Patriot. Nach dem Sonderbundskrieg spielt er als Versöhner zwischen den Kantonen eine bedeutsame Rolle. Francini gehörte zu den Emissären des Bundes, die nach dem Bürgerkrieg in die unterlegenen Sonderbundskantone geschickt wurden, um die Gemüter zu beruhigen. Und er hatte größtes Verständnis für ihre Ansprüche. Die Schweiz muss verstehen, dass wir eine Einheit sind, ein Bundesstaat. Dieses Land muss endlich außenpolitisch mit einer Stimme sprechen. Caro Escher, Sie haben das Zeug zu einer großen Politiker. Bald, Sie sind eine Bundesrat. Nein, da fehlt mir Ihre Erfahrung. Francini, sagen Sie mir, was braucht dieses Land? Education, Escher, Bildung. Wenn Sie wie ich aus einem armen Dorf der Leventina kommen, gibt es nur diesen Weg aus der Armut. Wir brauchen eine moderne Schulwesen und eine eidgenössische Hochschule. Porca miseria! Und eine sichere Verbindung in den Tessin. Ich hoffe eines Tages, wir haben Eisenbahn bis in Tessino. Aber mit diesen Bergen? Unmöglich, impossibile! Impossibile? Nichts ist unmöglich. Wir bauen einen Tunnel. Wir bauen den längsten Tunnel der Welt. Sie sehen, warum nicht? Eines Tages. Man muss große Ideen haben, Escher. Die Gotthardbahn wird Alfred Eschers Lebensaufgabe. Das bisher kühnste Unterfangen des jungen Bundesstaates Schweiz. Das Gotthard-Projekt war ein Projekt der Superlative. Bezeichnenderweise haben es internationale Kommentatoren verglichen mit dem Bau der altägyptischen Pyramiden. Kaum zurück aus dem Tessin kämpft Escher für ein landesweites Eisenbahnnetz. Und das tut dringend Not, denn Bahnlinien gibt es in der Schweiz so gut wie keine. In ganz Europa entstehen neue Schienennetze. Nur die Schweiz schläft. Sie riskiert, umfahren, schlimmer noch, isoliert zu werden. Er war das Sprachrohr einer Gruppe Unternehmer, die fanden, wir, die wir gerade mal 30 Kilometer Bahn von Zürich nach Baden haben, werden völlig isoliert, während die Nachbarländer über aber Tausende von Gleiskilometern verfügen. Und das hieß, wir brauchen Transportwege, wir müssen Rohstoffe importieren und unsere Produkte exportieren. Escher fürchtet die langsamen Mühlen des Staates. Das Projekt sei teuer, aufwendig, unrealistisch. Leidenschaftlich befürwortet er darum die Zulassung von Privatgesellschaften und hat damit Erfolg. Jetzt macht er sich stark für seine Heimatregion. Eine Linie für Zürich und die Ostschweiz, das ist seine erste Tat als Eisenbahnpionier. Und er gründet die Nordostbahn.
Ihr Budget ist 5-mal höher als der Bundeshaushalt. Die Schweiz verwandelt sich in eine riesige Baustelle. Eisenbahnschienen werden verlegt, Brücken gebaut, Tunnels. Unkoordiniert zunächst, aber die Schweiz holt auf gegenüber ihren europäischen Nachbarn. Endlich. Ohne Eisenbahn gibt es im 19. Jahrhundert keinen modernen Staat. Die Eisenbahn ist der Motor des Fortschritts, der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Als Politiker und Unternehmer gibt Escher den entscheidenden Anstoß für eine neue Phase der Industrialisierung. Fabriken entstehen, Maschinen werden gebaut, neue Technologien entwickelt. Doch jetzt zeigt sich, was dem Land fehlt: qualifizierte Ingenieure. Mangiamo, Escher. Facciamo una pausa. Una pausa? Heute beginnt die große Schlacht und alles entgegen uns. Nicht alle. Die Berner sind dafür, die Zürcher und auch das Tessin. Das langt nie. Die Katholische, die Innerschweizer, die ganze Romandie, alles ist gegen uns. Chef Fazi, ist eine starke Stimme in Genf. Vorläufig noch, gut, der Fazi. Aber auch das ist zu wenig. Nein, danke, danke, mein Magen ist sehr empfindlich. Carne secca della mia valle. Wir brauchen eine eidgenössische Hochschule. Ist das für diese Herren Parlamentarier so schwierig zu begreifen? Wir brauchen Ingenieure mit einem internationalen Niveau. Certo. Ma Bildung ist die Grundlage für Demokratie. Ja, das versteht sich doch von selbst. No, caro Escher, no. Sie haben beste Bildung immer gehabt. Hauslehrer, studieren in Ausland. Aber Demokratie ist für alle. Nicht nur, Sie entschuldigen, für ein paar Reiche. Für alle, die die Schweiz zu einem demokratischen Staatswesen formen wollten, ganz besonders für Franchini, waren Bildung und Ausbildung entscheidend. Nur gut gebildete Bürger handeln auch im Sinne des Gemeinwohls. Ich bin gegen eine eidgenössische Universität. Eine eidgenössische Universität, das ist wie ein Kronleuchter, der die Mitte eines Saales erleuchtet. Das ist schön, aber in den Ecken bleibt es dunkel. James Fazi, der Heißsporn aus Genf, strammer Radikaler und Anführer der Revolution von 1841. Zentralisierer, es landet jetzt. Es gibt nicht nur in Zürich und in Bern gescheite Leute. Und wenn ich mich so im Saal umschaue, habe ich sogar oft das Gefühl, und im Welschland ist es ja allseits bekannt, dass man lieber den Wein studiert als Akten. Monsieur le conseiller national, vous savez ce qu'on pense chez nous des Suisses allemands? Regardez. Intelligenz wohnt natürlich überall in allen Landesteilen. Aber können wir sie auch überall gleich gut ausbilden? Mir ist ein prächtiger Kronleuchter ist mir lieber als ein paar düster brennende Kerzen in den Ecken des Saales. Schaffen wir eine Universität für die ganze Schweiz. Das Geld, ja, das Geld haben wir. Wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir den Glauben an die Zukunft verloren. Escher macht sich stark für ein eidgenössisches Polytechnikum. Er setzt auf die Zukunft der Technik, aus der Überzeugung, dass es Ingenieure braucht, um aus der Schweiz einen modernen Staat zu formen und um in Europa eine Rolle zu spielen. Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Anstatt einem Polytechnikum und einer Universität vereinigen wir doch beides zu einer einzigen nationalen Hochschule. Das macht die Sache billiger und effizienter. Bravo, bravo.
Francini è il grande promotore della Francini fordert nachdrücklich das staatliche Schulwesen in Tessin. Als Bundesrat koordiniert er die Projekte für das Polytechnikum. Er organisiert die erste moderne Volkszählung und gründet das spätere Eidgenössische Amt für Statistik. Escher hat sich durchgesetzt. Eine eidgenössische Universität wird es zwar nicht geben, aber die ETH gibt es heute noch. Sie gehört zu den angesehensten technischen Hochschulen weltweit. Er war vor allem ein Networker, kein begnadeter Redner. Er war eher trocken und wartete mit vielen Argumenten auf. Aber durch deren Kraft konnte er seine Leute hinter sich scharen. Escher hat sich bemüht, seine liberalen Freunde und Kollegen an den entsprechenden politischen Stellen zu positionieren. In der Exekutive und in der Legislative. Oder dann in seinen wirtschaftlichen Unternehmen. Dadurch hatte er eine unglaubliche Machtfülle. Victoire! Al progresso! Und die neue Hochschule! Auf die Hochschule und auf die Eisenbahn. Und auf einen Tunnel in den Süden, mitten durch die Alpen. Bravo, Escher. Auf das Polytechnikum. Mindestens 100 Ingenieure brauchen wir, ehrlich. Hey, du dafür, aber es wird gefeiert. Ich muss leider gerade weiter. Das ist übrigens der Emil Welti, ein fähiger junger Mann mit einer hoffentlich grossen politischen Zukunft. Sie spielen hier den Kellner. Das ist mir ein Vergnügen, Ihnen zu dienen. Und dem Volk. Was gibt es denn so Wichtiges, Monsieur Escher? Die Eisenbahn, Monsieur Fassi, die braucht jetzt Kapital. Sehr viel Kapital. Und für das braucht unser Land eine starke Bank, eine schweizerische Kreditbank. Dann ist endlich Schluss, dass uns Pariser immer reinschnurren. Monsieur, au revoir. Au revoir. Il est fou, ce Monsieur Escher. Francini erlebt die Verwirklichung des Gotthard-Projekts nicht mehr. In seiner dritten Amtszeit als Bundesrat denkt er immer häufiger an Rücktritt. 1857 will er sich definitiv ins Tessin zurückziehen. Doch er stirbt unerwartet am 19. Juli an einer Lungenkrankheit. Der Eisenbahnbau ist extrem kostspielig. Darum sucht Escher Kontakt zu führenden französischen Financiers. Ihre Bedingungen kann er aber nicht akzeptieren. Also gründet Escher eine eigene Bank, die Schweizerische Kreditanstalt, um eine unabhängige Finanzierung seines Unternehmens sicherzustellen. Auch um die Unabhängigkeit des ganzen Landes zu stärken. Reales Kapital braucht es ja nicht so viel am Anfang. Das wichtigste Kapital von einer Bank ist das Vertrauen. Und hat man das Vertrauen, dann spielt es ja keine Rolle, wie viel Geld im Tresor liegt. Ist das nicht ein bisschen leichtfertig? Ich meine, was ist, wenn plötzlich alle ihr Geld abheben wollen? Ja, aber so läuft das. Schau nach Paris. Wir bei uns, wir haben einfach keine Ahnung. Eben. Ich meine, wie ist es um Fassi gegangen? Seine Bank ist von einem Tag auf den anderen zusammengekracht. 25 Millionen Verlust. Der Fassi? Ja, das wundert mich nicht. Du, nichts dagegen. Es ist ein wichtiger Mann für uns zu kämpfen, aber... Denk an deinen Ruf. Das ist ja unerhört. Der Bankrott von deinem Grossvater ist in dieser Stadt noch nicht vergessen. Dann sorge ich jetzt dafür, dass man das endlich vergisst, den schlechten Ruf. Genug diskutiert. Ich übernehme die Verantwortung. Und jetzt an die Arbeit. Wir brauchen ein ganzes raffiniertes Reglement. Und da bist du gefragt. Als Jurist. Escher ist kein Zauderer und bereit, Risiken einzugehen. Trotz aller Unwägbarkeiten gibt er 1856 den Startschuss für die erste schweizerische Kreditanstalt. Er schart seine Leute um sich. Er selbst wird Präsident, Rüttimann seine rechte Hand, der erste Verwaltungsrat. Der Tag der Wahrheit ist da. Werden die ersten Aktien der Bank genügend Käufer finden? Das enge Büro wird förmlich überrannt. Hunderte von künftigen Kunden zeichnen Aktien. Niemand weiß, dass die jungen Banker Anfänger sind und noch kaum Ahnung haben vom Bankgeschäft. Escher hat recht behalten. Der Name Escher steht von nun an für Seriosität und Erfolg. Und der Erfolg ist einmalig. Aus dem kleinen Kontor der ersten Kreditanstalt entwickelt sich eine der weltgrößten Banken, die heutige Credit Suisse.
und Zürich wird ein internationales Bankenzentrum. Es ist eine der berührendsten Stellen in seinen Erinnerungen, die Anfänge der Credit Suisse. Man ließ sich am Paradeplatz nieder, wusste aber nicht genau, was man machte. Er gibt selber zu, wir mussten uns Tag für Tag einarbeiten in dieses Metier, eine Großbank zu betreiben. Escher unterstützt den Bau des Zürcher Hauptbahnhofs und finanziert die Gründung der ersten Versicherung der Schweiz, die Rentenanstalt heute Swiss Life und die Rückversicherungsanstalt heute Swiss Re. Doch wie steht es mit dem Privatleben des brillanten Geschäftsmanns Escher? Augusta! Augusta Übel ist die Tochter eines deutschen Offiziers. Ihre Familie ist mit den Eschers seit Jahren befreundet. Das ist Bilvar. Das ist dein zukünftiges Zuhause. Ein Paradies. Ich werde in einem Paradies leben. Endlich gönnt sich Escher ein paar Tage Ferien. Doch nicht allein. Überraschend für alle hat er Augusta geheiratet. Sie ist gerade 19 Jahre alt, Escher 38. Sie kommen zurück von ihrer Hochzeitsreise an der Nordsee. Und selbstverständlich ziehen sie in der Villa Belvoir ein. Unter ein Dach mit Mutter Lydia. Alfred! Mama! Der Augusta hat sich so unglaublich gefreut auf dich. Ja, das sehe ich selber. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in Belvoir. Das werde ich ganz bestimmt. Das ist alles ganz wunderbar. Alfred, ich habe dich so vermisst. Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was alles passiert hier ist. Es ist einfach nur schrecklich. Aber was ist passiert? Furchtbar. Mit der Renovation hat gar nichts geklappt, gar nichts. Und der Vergolder ist auch noch nicht fertig. Aber du hast mich ja völlig überrannt mit dieser Geschichte. Mama, das ist doch nicht so schlimm. Furchtbar. Gehen Sie doch schon mal rein, das Mädchen zeigt Ihnen alles. Mama, wir gehen zusammen rein. Ich möchte August alles zeigen, ja? Es ist einfach alles furchtbar. Und die Wände haben sie auch falsch gestrichen. Viel zu weiss. Ich habe ausdrücklich gesagt, eierschalenfarbig. Alfred, bitte. Bitte, du darfst mir nicht weggehen. Bitte. Mama, ich bin doch da. Ja, aber... Weißt du, meine Gicht wird immer schlimmer. Weißt? Und wenn du nicht da bist, ich kann mit den Leuten nicht umgehen. Es braucht einfach einen Mann. Es braucht einen Mann. Ich bring's in Ordnung, gell? Es ist gut, jetzt bleibst du da. Gell? Ja. Komm dir mal rein. Aber ich zeig dir das alles. Ich komm jetzt. Komm. Augusta begreift erst allmählich, dass Escher kaum Zeit hat für sie. Einsam und allein ist sie dem Regime der Schwiegermutter und deren Gemütsschwankungen ausgeliefert. Ihre Unbeschwertheit schwindet schnell dahin in diesem goldenen Käfig. Doch dann ein Hoffnungsschimmer. Augusta bringt eine Tochter zur Welt. Sie bekommt den Vornamen ihrer Großmutter, Lydia. Jetzt ist Escher glücklicher Familienvater.
der Alfred noch mal bleibt. Das ist schon ein Jammer. Da hat er so eine reizende und bildhübsche Ehefrau und ist immer in Sitzungen. Ist schon in Ordnung, schließlich seine Arbeit. Was sind denn so Ihre Pläne und Interessen? Reisen. Ich will unbedingt Italien sehen. Alfred hat gesagt, dass wir nächsten Mal vielleicht nach Rom und Neapel und in die Toskana können. Vielleicht reicht es sogar bis nach Venedig. Fantastisch, ich beneide Sie. Ich freue mich unglaublich. Ich bin schon täglich am Italienisch lernen. Freu dir nichts, Freude. Ich glaube nicht, dass mein Sohn Zeit hat für solche Eskapaden. Mag sein. Dann kann ich vielleicht mit meiner Freundin Henriette und kleinen Lydia allein eine kleine Italienreise machen. Ja, ganz sicher, so wie Kronzner. Meine liebe Augusta, ich glaube nicht, dass es dir hier in Belvoir an irgendetwas fehlt. Und in Italien wird man nur krank von dem unhygienischen Essen. Alfred, endlich. Wir fahren nur nach Italien, oder? Schlag dir eine junge Frau die Reiseflause aus dem Kopf. Bitte Suppe für meinen Sohn. Wir schauen, mein Liebling, ja? Wir schauen. Auf jeden Fall gehen wir bald für ein Wochenende ins Thermalbad. Ich würde mich so freuen. Sitz doch ab, iss. Mama, ich habe noch sehr viel zu besprechen und ich muss morgen Morgen ganz früh auf den Zug nach Bern. Ja? Amüsier dich noch, mein Schatz. Um sein System abzusichern, ist Escher auf politische Verbündete angewiesen. Es war mir ein Vergnügen. Er setzt auf Ständerat Emil Welti. Es gibt etwas, was ich wissen muss. Es ist schon gleich so weit, dass wieder ein Sitz im Bundesrat frei wird. Ich brauche jemanden, der unsere Sachen nach vorne bringt. Und ich habe lange und gründlich nachgedacht und dann mit ein paar Leuten aus der Partei geredet. Und ich glaube, Sie wären der Richtige. Das wäre eine grosse Ehre für mich. Vielen Dank. Naja, so schnell geht es natürlich nicht mit unserem demokratischen Umweg. Und es müssen auch noch ein paar Parlamentarier überzeugt werden. Und das kostet natürlich alles Zeit. Die wichtigsten Leute hören auf Sie. Hoffen wir es. Und? Wie geht es mit der Eisenbahn, der Nord-Süd-Verbindung? Gotthard? Sie meinen, darüber könnte man reden? Ja, natürlich. Reden. Reden kann man über alles. Das Wichtigste ist nur, dass wir zwei uns voneinander verlassen können. Ich glaube, gemeinsam könnten wir einiges bewirken in diesem Land. Ja? Sie können sich auf mich verlassen, Escher. Gut. Dann gehen wir ins Büro. Was gibt's da? Bald bekommt Augusta ein zweites Kind. Es sollte das erste Jahr nicht überleben. Augusta leidet enorm. Im Sommer 1863 zieht sie sich eine schwere Erkältung zu, von der sie sich wochenlang nicht erholt. Ein Jahr später stirbt Augusta, nur 25-jährig. Das tragische Ende von Alfred Eschers Hoffnung, im Privatleben Glück zu finden. Er wird nie wieder heiraten. Alfred, es langt. Komm jetzt. Es tut mir leid. Voll Verzweiflung und heftiger denn je stürzt sich Escher wieder in seine Arbeit. Er hat jetzt nur noch ein Ziel im Leben, den Bau einer Eisenbahnlinie durch die Alpen. Nur 3 Jahre später stirbt auch seine Mutter, Lydia. Papi. Lydia. Kannst nicht schlafen. Sie blühen. Hm?
und bei mir arbeiten. Ich mach's gleich wie du. Stimmt. Der Kampf um den Bau der Gotthardstrecke tritt in die entscheidende Phase. Die Gotthard-Eisenbahn war ein Scharnier in einer internationalen Verkehrslinie, die von Mitteleuropa durch die Alpen nach Genua führte und von da durch den Suezkanal nach Indien. 1863 gelingt es ihm, 16 Kantone sowie die Zentral- und Nordostbahn an einen Tisch zu bringen. Sie gründen die Vereinigung zur Anstrebung der Gotthardbahn. Und Escher nimmt unverzüglich Kontakt mit Deutschland und Italien auf. Die Partnerstaaten des Gotthard-Projektes, Deutschland und Italien, waren Monarchien. Und man war irgendwie beruhigt, dass man es in der Schweiz mit einem starken Mann, dem König der Schweiz, zu tun hatte. Im selben Jahr stellt sich der junge Emil Welti zum ersten Mal zur Wahl in den Bundesrat. Er unterliegt knapp. 3 Jahre später klappt es. Welti wird Bundesrat und gibt in dem Gremium bald den Ton an. Das System Escher funktioniert reibungslos. Also im Moment kann ich nur mit Dankeschön sagen. Danken Sie der Vereinigten Bundesversammlung. Die hat Sie gewählt. Ich nehme an, Sie werden mit mir über den Goldtag reden. Ja. Das wird kein Spaziergang. Zuerst einmal brauchen wir eine politische Mehrheit. Und da sind Sie gefragt. Und ich sorge dafür, dass das Eisenbahnnetz weiter ausgebaut wird. Und ich nehme Kontakt auf nach Deutschland und Italien. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann haben wir in 2 Jahren eine Gotthard-Gesellschaft mit mir als Präsident. Einverstanden. Es gibt da aber noch etwas, das ich mich immer wieder frage. Warum sind Sie eigentlich nie selber Bundesrat geworden? Als Bundesrat? Ich? Und warum? Nehmen Sie es mir nicht übel, Welti, aber ich bin nicht zum Handlanger geboren. Ich wollte etwas bewirken, nicht einfach nur verwalten. Ja, ich verstehe. Sorry. Ob auch Escher versteht? Es macht eher den Anschein, als hätte er seinen Gefolgsmann unterschätzt. Welti wird ein erfolgreicher und charismatischer Bundesrat. Gut. Und er schafft 6-mal. Die Wahl zum Bundespräsidenten. Gut. Dass Escher sein Umfeld gerne von oben herab behandelt, sollte noch Folgen haben. Alfred Escher hatte seine Ecken und Kanten. Teilweise war er gnadenlos, unbarmherzig. Auch mit seinem Umfeld, von dem er sehr viel forderte. Überall gab es dementsprechend auch Opfer. Der Bau der Eisenbahn ist der Hauptmotor für die Entwicklung von Industrie und Handel in der Schweiz. Gut ausgebildete Ingenieure kommen aus der ETH. Die Zahl der Arbeitsplätze wächst, auch die Zahl der Fabrikarbeiter. Eine neue Gesellschaftsschicht entsteht, das Proletariat. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs wird das Elend der Arbeiter zu einem beunruhigenden Problem.
Doch Escher sieht wie die meisten Liberalen nur die positiven Seiten der Industrialisierung, den Fortschritt. Und er glaubt, dass sich die soziale Frage von selbst regelt. Die Industrialisierung der Schweiz im 19. Jahrhundert wurde auf dem Rücken der Arbeiter errichtet. Ihre Lebensbedingungen waren hart, die Löhne tief, auch wegen der hohen Zahl an Arbeitssuchenden. Und weil viele Frauen in den Fabriken arbeiteten, konnten die Löhne zusätzlich tief gehalten werden. Dann geschieht etwas, was Escher nicht vorausgesehen hat. Etwas ganz außerhalb des Systems Escher. 1867 bricht die Cholera aus. Hunderte sterben. Immer mehr grassiert die Armut unter den Arbeitern. Dies ist die andere Seite des Wirtschaftswachstums. Und diese will Escher nicht sehen. Wer in der Villa Belvoir aufwuchs, konnte unmöglich Verständnis für die Probleme der Arbeiterschaft entwickeln. Aber das ganze Bürgertum reagierte so. Für sie war das Proletariat eine Art Bodensatz der Gesellschaft. Eine blinde Manövriermasse. Und wenn diese begann, sich zu organisieren, befürchtete man sofort eine Revolution. Die Cholera ist der Schlüsselmoment für die demokratische Bewegung. Die Arbeiter leiden. Sie schließen sich zusammen und formieren sich zum Widerstand. An einem regnerischen Tag im Dezember 1867 kommt es in Uster zu einer Volksversammlung gegen das System Escher und die Bourgeoisie. Escher wird erstmals offen angegriffen. Ein Vorkämpfer der neuen demokratischen Bewegung ist Karl Bürkli, einer der ersten Sozialisten der Schweiz. Bürkli attackiert Eschers Kreditanstalt und fordert, eine öffentliche Kreditbank, die Genossenschaften, Gewerblern und Kleinbetrieben günstig Geld leiht. Nach 1860 nehmen soziale Spannungen und Streiks zu. Die Arbeiter gründen Gewerkschaften und kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Auf Druck der Demokraten wird 1874 die Verfassung revidiert. Doch Escher versteht nicht wirklich, was passiert. Er sieht nicht die Zeichen der Zeit, nicht die neuen Kräfte, die am Werk sind und Gerechtigkeit und Wohlstand für alle fordern. Die revidierte Bundesverfassung von 1874 bringt mehr demokratische Rechte und mehr Kompetenzen für Bundesbern, gegen den Willen von Escher und anderer Liberaler von 1848. Alfred Escher war gegen die Verfassung von 1874 und auch gegen die direkte Demokratie. Das Prinzip war ihm fremd, damit konnte er nichts anfangen. Doch noch ist das System Escher nicht am Boden. Auf nationaler Ebene ist Eschers Macht noch immer intakt. Parlament und Regierung beschließen die Gründung einer Aktiengesellschaft zum Bau der Gotthardbahn, die Gotthard-Gesellschaft. Escher wird Direktionspräsident. Mit dem Projekt schreiben wir Menschheitsgeschichte. Oui, ça c'est vrai. Das Ausland soll nur sehen, zu was wir Schweizer sind fähig. Ja, déjà une idée, wer den Bau übernehmen soll? Es wird selbstverständlich eine internationale Ausschreibung geben. International? Ich glaube, ich muss hier etwas klarstellen. Non, merci. La ligne du Gotthard, davon profitieren vor allem die Deutschschweizer und das Tessin. Nur, les Romans sind natürlich solidarisch, aber das erwarten wir auch von euch. Das Wichtigste ist, dass wir eine Gesellschaft finden mit genug Erfahrung und Wissen im Tunnelbau. Monsieur Velti, das ist eine Sache zwischen mir und Monsieur Escher. Monsieur Louis Favre ist ein sehr fähiger Mann und ich denke, er hat einen sehr interessanten Vorschlag. Den kann er gerne in Offerten einreichen. Wir machen eine Ausschreibung und die beste Offerte, die bekommt einen Zuschlag. Sieben Offerten werden eingereicht. Zwei kommen in die engere Wahl. Eine aus Turin und eine des Genfer Bauunternehmers Louis Favre, der alles tut, um den Auftrag zu kriegen. Er offeriert 15 Millionen Franken günstiger als die Konkurrenz und er verpflichtet sich, den Bau in nur 8 statt 9 Jahren fertigzustellen. Favre bekommt den Zuschlag. Das Abenteuer beginnt am 13. September 1872. Geplant sind der 15 Kilometer lange Haupttunnel, 55 weitere kleinere Tunnels, 32 Brücken, 10 Viadukte. Es sind hochkomplexe Aufgaben.
Sie erfordern technische Höchstleistungen. Auf beiden Seiten des Tunnels sind zwischen 2.000 und 5.000 Arbeiter im Einsatz. Die meisten kommen aus Italien. Zunächst läuft alles einigermaßen nach Plan. Doch dann, am Ende des dritten Jahres, treten massive Probleme auf. Monsieur Scher! Monsieur Scher! Bonjour! Ich habe nicht viel Zeit, aber merci quand même d'être venu. Après vous, s'il vous plaît. Bon, Monsieur Scher, on est là, maintenant. Ben oui, c'est comme ça. Hein. C'est de la force majeure. Wir hatten Wassereinbruch auf, voilà, ici, auf Tessiner Seite. Ça, ça nous a coûté pas mal de temps. Monsieur Favre, machen Sie mir nichts vor, das reicht mir nicht als Erklärung. Was läuft hier? Monsieur Escher, pas sur ce ton-là, s'il vous plaît. Dann reden Sie Klartext. Was läuft hier? Was ist mit den Arbeitern? Was ist mit diesem Streikdrohung? Ah, ja, 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 es gab diese Menace de Grève, comment vous dit, diese Streikbedrohungen. Oui, d'accord. Ah, mais ça, c'est sous contrôle. Écoutez, am Abend ein bisschen mehr Wein für die Arbeiter, puis voilà, c'est parti. Sie sind doch nicht einmal in der Lage, den Ausruf wegzuschaffen. Ich habe das Gefühl, Sie machen Ihre Arbeit nicht richtig. Monsieur Escher, ça, c'est dans mes compétences. Wollen Sie, dass wir noch mehr Zeit verlieren mit dieser, comment vous dites, là, mit dieser Ausruf? Hein? On peut faire ça plus tard. Non, mais ça n'entre pas dans votre tête ou quoi? Sie sind vertraglich verpflichtet, mir eine Meldung über Verspätungen zu machen. Ne parlez pas de ce contrat, Monsieur Escher, c'est un cauchemar. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand, wissen Sie, was das für mich bedeutet? Für eine 8-Stunden-Schicht erhalten die Mineure 3,90 Franken. Über die Hälfte davon wird abgezogen für schmutzige Unterkünfte und teures Essen. Nicht einmal Grubenlampen sind umsonst und das Öl dafür kostet 30 Rappen pro Tag. Noch schlimmer, die Unterkünfte reichen nicht für alle. Die Häuser der Gegend sind überfüllt. Es kommt zu Spannungen mit der lokalen Bevölkerung. Die Gesundheit der Arbeiter verschlechtert sich. Erste Streiks brechen aus. Die Lage eskaliert. In Airolo geht es los und endet in einer Katastrophe. In Göschenen sterben im Kugelhagel von Urner-Soldaten 4 italienische Arbeiter. Schreckensmeldungen erschüttern die Öffentlichkeit. Die Schweiz ist schockiert. Das große Abenteuer Gotthard, ein Desaster? Die Offerte von Louis Favre war offenbar unrealistisch tief und jetzt macht er Druck auf die Arbeiter, um das Budget doch noch einzuhalten. Auch er selbst hält diesem Druck nicht mehr stand. Bei einer Stollenbesichtigung stirbt er an Herzversagen. Escher versucht zu retten, was zu retten ist. Ein neues Budget wird errechnet. Es ist fast doppelt so hoch wie das erste. Und jetzt muss der mächtige Alfred Escher als Bittsteller nach Bern zu Bundesrat Welti. Und? 100 Millionen. Ist der neue Oberingenieur verrückt worden? Der pokert doch nur, dass wir das in der Stelle so machen. Ich drücke aber noch 40. Woher sollen die 40 Millionen kommen? Ja, 10, der pokert vom Bund und der Rest treibe ich selber auf. Und wenn nicht? So, jetzt hören Sie mir mal zu, Welti. Es geht um den wirtschaftlichen Anschluss ans Ausland. Es geht um das größte Projekt seit dem Suezkanal. Es geht um die Einheit der Schweiz. Der mächtigste Mann im Land klopft an meine Türen und kommt betteln. Welti, ich hoffe, Sie vergessen nicht, wie Sie Bundesrat geworden sind. 4 Jahre. Und der Gotthard kostet fast das Doppelte. Wie soll ich das meinen Leuten beibringen? Da finden Sie schon einen Weg. Wenn Sie Bundesrat bleiben wollen. Welti, das ist doch auch Ihre Chance. Schaffen Sie etwas Grosses, machen Sie sich unsterblich als Bundesrat. Adieu, mon ami. Adieu, mon ami. Mon ami. Ihr Zug ist abgefahren, endgültig abgefahren und er merkt es nicht einmal. Das tut mir fast schon leid.
Ich glaube, es entsprach schon unserer Mentalität, einen, der so sehr über das Mittelmaß hinausragte, viel schneller zu kritisieren. Man stempelte ihn nur allzu gern als Sündenbock ab für die Kostenüberschreitung beim Gotthardbau, die aus heutiger Sicht absolut lächerlich war. Die Auswirkungen dieser Krise sind dramatisch. Die Gotthard-Aktie sackt von 300 auf 30 Franken in die Tiefe. Escher muss Geld auftreiben. Er reist nach Deutschland zu Bismarck und nach Italien zu König Vittorio Emanuele II. Zähneknirschend schießen Deutschland und Italien je 10 Millionen Franken nach. 12 Millionen bleiben an Escher hängen. Schön und gut. Aber es fehlen immer noch 8 Millionen. 8 Millionen? Das wird doch der Bund noch einen auftreiben. Es ist möglich, aber es hat seinen Preis. Es gibt Stimmen, Leute, die es nicht gern sehen, wenn einer zu mächtig wird. Herr Escher, man hört immer häufiger, Sie sollten als Präsident der Gotthard-Gesellschaft zurücktreten. Das ist absolut unverschämt. Wer? Ich will nehmen. Wer? Das kommt ja gar nicht in Frage. Aber vielleicht müssten wir ein Zeichen setzen. Ich fürchte, sonst könnte der Kredit im Parlament abgelehnt werden. Vielleicht würde es helfen, wenn Sie als Präsident von der Kreditanstalt zurücktreten würden. Für diesen Fall hätte ich klare Signale für ein Ja. Überlegen Sie sich's. Und schicken Sie mir ein Telegramm. Viel Zeit haben wir nicht. Der Tee wäre bereit im Wintergarten. Es tut mir leid. Ich muss gerade weiter. Ich dachte, Sie bleiben zum Nachtessen. Ich habe Hirschbraten bestellt. Leider, ich muss wirklich. Papa, das kannst du dir nicht bieten lassen. Du trittst nicht zurück von der Kreditanstalt. Du kannst nicht nachgeben. Sonst ist alles verloren. Hast du gehört? Für den Gotthard ist Escher bereit, alles zu opfern. Schweren Herzens tritt er als Präsident der Schweizerischen Kreditanstalt zurück und begeht damit den größten Fehler seiner Karriere. Er merkt nicht, dass Velti und seine liberalen Parteigenossen ihn längst haben fallen lassen. Es hat das Königsopfer gebraucht. Es brauchte ein Königsopfer. Bundesrat Velti gelang es, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und unterstützt, vom freisinnigen Establishment konnte man Alfred Escher austricksen, ausmanövrieren und quasi auf die Schlachtbank führen. Es ist ein Express gekommen. Ich muss es Ihnen ohne Umschweif sagen. Unsere besten Freunde halten das Opfer Ihres Rücktrittes als Präsident der Gotthard-Gesellschaft für unvermeidlich. Wenn das Gelingen des Werkes nicht in Gefahr geraten soll. Ich verbleibe in steter wahrer Freundschaft. Ihr Velti. Ich habe das Leben lang gekrampft für das Land. Und jetzt werde ich so ungerecht behandelt. Ich habe mich darauf verlassen, was meine Oberingenieure gerechnet und berichtet haben. Ich bin nicht schuld an dieser Katastrophe. Das ist das Ende einer großen Karriere. Für seinen Rücktritt bekommt Escher nicht einmal ein Dankesschreiben. Dabei hat seine Sanierung das Gotthard-Projekt gerettet und im letzten Moment doch noch zum Erfolg geführt. Nach 7 Jahren und 5 Monaten, am 29. Februar 1880, erfolgt der Durchstich. Der Jubel ist groß, die internationale Presse voller Lob. Der längste Tunnel der Welt ist vollendet. Bundesrat Velti verbucht den Erfolg allein auf sein Konto. Escher wird nicht einmal eingeladen zu den Eröffnungsfeiern. Die sind gewaltig und finden in Luzern und in Mailand statt.
Kurz darauf wird auf der Gotthardstrecke der Bahnbetrieb mit großem Erfolg aufgenommen. Ob man es will oder nicht, die Schweiz hat Escher viel zu verdanken. Dem visionären Erbauer von Bahnen, Banken und Hochschulen. Institutionen, die entscheidend waren für den wirtschaftlichen Aufschwung der Schweiz und für ihre Einbindung in den europäischen Kontinent. Ciao, Francini. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nach Alfred Escher haben spätere Generationen den Stab weitergereicht, bis heute. 2018 wird der neue Tunnel den Betrieb aufnehmen. Dann fahren Hochgeschwindigkeitszüge durch den Gotthard. Mit seinen 57 Kilometern ist er wiederum der längste der Welt. Und er stellt sicher, dass die Schweiz ihren zentralen Platz im Europäischen Verbund behält. Dieser Tunnel ist ein Abbild des Landes, einer Schweiz mit zwei Gesichtern. Auf den ersten Blick scheinbar unbeweglich und abgekapselt hinter ihrer Alpenfestung. Doch darunter ist alles in Bewegung. Ein Land, das vom engen Kontakt mit den Nachbarn lebt und auf den Kreislauf von Menschen und Ideen angewiesen ist.